Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Julian, guck mal, jetzt hast du dich dummerweise genau hinter mich gesessen. Jetzt haben wir einen Steißbeinbruch zu. Wir werden heute etwas sehr Verrücktes machen. Und zwar darf der Julian das jetzt erklären, denn es war auch so seine Idee. Habe ich irgendwas zwischen den Zähnen? Wolltest du gerade deine Zuschauer? Okay. Nein, du hast nicht zwischen den Zähnen. Julian, was machen wir jetzt? Das was war meine hast du Idee. Für eine tolle Idee? Ich dachte, wir kaufen alle Center Shocks. Der Welt. Nein. Der Stadt. Genau, also jetzt nicht Stadt, sondern halt Ort. Ihr wisst, was wir meinen, wahrscheinlich, ne? Ja, klar. Ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall ist los. Ist das nicht mega lustig, die Idee? Ich musste die Bianca so lange überreden, bis die gesagt hat, ich bin mir auch immer noch nicht so ganz sicher, ob ich es cool finde. Ich dachte, es ist so lustig, gleich so viele saure Kaugummis zu haben. Ich will die Grünen. Mona will die Grünen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir starten jetzt. Ganz kurz zu Anfang an, es ist nicht nur der reinste Bullshit. Also doch, eigentlich schon. Schon, ja, aber... Wir lieben Center Shocks. Mona, die haben ein Hotel und die können da auf jeden Fall Center Shocks so hinlegen, dekomäßig. Also ist ganz die Kopfkissen. Wer schätzt jetzt besser? Wetten. Genau. Was schätzt du, wie viel... Mona, du darfst zuerst, du bist der Gast. Jetzt muss ich wieder was vorsagen. Ich fange an. nein, Mona, was schätzt du, wie... 970. Was? 970? Boah, ich hätte jetzt gesagt 300 oder so. 275. Okay, und jetzt dürft ihr alle schätzen, aber nicht pfuschen. Nicht bis zum Ende vorspulen, ja, und erst dann reinschreiben. Und auch nicht gucken, was die anderen schreiben, weil sonst ist es total blöd. Okay, bis dann. Na super, wir sind losgefahren. Und das Erste, was ich gemacht habe, war erstmal mir den ganzen Kaffee in meinen Schritt zu schütten. Alles ist jetzt einfach nass. Sieht aus, als hättest du dich eingeschissen, liebe Bianca. Ja, super schön. Ja, wir sind jetzt an unserem ersten Stopp angelangt. Wir kennen uns auch wirklich nicht hier aus. Nee, das heißt, wir wissen auch nicht, ob wir hier gleich 50 Kiosks leer kaufen. Oder ob wir... nichts kaufen. Ja. Das heißt, ich kaufe die alle. Du musst alle kaufen, die da sind. Hoffentlich wir kaufen die ganze Stadt leer, das ganze Dorf hier. Ich würde ja nicht mein eigenes Dorf leer kaufen, weil meine Homies da draußen, die haben nachher keine Center Shocks mehr. Das kann ich dir nicht zumuten. Hamburg ist in Vergabe der Center Shocks. Kaugummis haben wir gar nicht. Okay, dankeschön. Ich sag, 17 Kaugummis wird sie jetzt ergattern. Da kommt sie. Du hast kein Kaugummi? Nee, die haben keine Kaugummis. Ich habe überall geguckt und nachgefragt. Die haben so ein Chupa-Chup-Ding. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Center Shocks haben. So, Bianca, ab geht's. Vielleicht haben die Center Shocks für uns. Sag mal, hallo, ich bin die Bianca und ich hätte gerne all ihre Center Shocks. Sag mal. Hallo, ich bin die Bianca und ich hätte gerne all ihre Center Shocks. Genau, so machen wir's, oder? Cool. Ich würde die gerne alle kaufen. Kann ich die in der Packung mitnehmen? Ja, alle nehmen. Geil. Das erinnert mich an das Video, wo wir den ganzen Kiosk gekauft haben. Da mussten wir auch alle Center Shocks einschüsseln. Kann sein, ja. Oh wei, wir haben gerade erst angefangen, Bibi. Das ist unser falscher Laden. Ja, wir drehen seit ungefähr 20 Minuten und haben schon 200 Kaugummis. Geil. Aber, und der meinte, da hinten gibt es noch mehr davon. Stimmt, also. Ja, ab zur nächsten Tankstelle. Mega geil. Wie lange machen wir das denn jetzt, Bianca? Bis wir wirklich hier nichts mehr finden, wo man was kaufen kann. Bis die Sonne untergeht. Aber ich will nicht tanken. Du fährst jetzt einfach da rein und halt jetzt die Schnauze. So, jetzt gehst du alleine, ist mir unangenehm. Nein, ich trau mich nicht alleine. Außerdem kann ich nicht filmen und gleichzeitig das tragen. Boah, hier stinkt es übermies. Haben die Center? Sag nochmal deinen Satz. Hallo, ich bin die Bianca. Hallo, ich bin die Bianca und ich würde gerne all ihre Center Shops kaufen. Habt ihr Center Shops? Was sind hier? Center Shops? Das sind doch deine Kaugen nicht so sauer. Ah, jetzt weiß ich. Nee, nein. Habt ihr nicht? Oh. Nee. Das ist aber schade. Egal. Sollen wir hier kurz parken? Ja, okay, dann parken wir hier. Dann, wir laufen jetzt ein bisschen. Aber ist das ein Parkplatz? Ist ja nicht auch egal, oder? Also, wir haben einen Supermarkt gefunden. Das ist eine Wespe. Wespe, Wespe, oh, Wespe, oh, Wespe, oh. Wespe, Wespe. Entschuldigung. Haben Sie Center Shots? Nein. Gar nicht. Am vorne an der Kasse. Nein. Okay, danke schön. Irgendwie bin ich auch beruhigt. Ja, irgendwie denkt man sich jetzt, soll ich mich jetzt freuen oder mich ärgern? Dann mal los. Haben Sie im Center Shots diese Kaugummis? Die sauren? Nee. Die sagen mir auch gar nichts. Okay, danke schön. Das ist jetzt voll peinlich, ich kann nicht mitfilmen. Jetzt warten wir erstmal. Wieso nicht? Jetzt film einfach. Oder trau. Jetzt kannst du deine Maske ausziehen. Was denn? Handelshof? Ach du Scheiße, ist doch so ein Großmarkt. Lass erstmal den Kiosk da leer kaufen. Okay. Oh nein, wir wollten. Da haben wir uns genau das richtige Dorf hier ausgesucht.
Oh, da, da, ich sehe schon welche. Oh ja. Unten. Da sind welche. Aber Gott sei Dank nicht so viele. Hallo. Ich würde gerne die Center Shocks kaufen. Also alle. Wie heißt das alle? Also alle Center Shocks, die da sind, würde ich gerne kaufen. Ja. Jetzt muss sie die zählen, ne? Zwei Originalverpackungen hat sie auch. Ja, nehmen wir alles, was da ist, oder? Ja. Da lachen uns schon die Leute hier aus. Ja, okay. 327. Ja. Ich kann 7 Stück Ihnen Geschenk geben. Dankeschön, das ist lieb. Möchten Sie auch ein paar Center Shocks haben? Einfach geil. Danke dir. Viel schönen Tag. Damit. Ist nochmal sauer. Boah, 320 das Stück. Das war erfolgreich. Falls uns jetzt gleich auf der Straße jemand anhält und fragt, Entschuldigung, habt ihr vielleicht ein Kaugummi? Dann sind wir ausgestattet. Ja. Krass. Und du bist ja sicher, dass wir jetzt in den Großmarkt fahren? Also, wir haben gesagt, wir kaufen alles. Umkreis, ja? Wir sind einfach irgendwo hingefahren und ich konnte an diesem Schild nicht vorbeigucken. Habt ihr gesehen, wie groß das war? Du wolltest ja hier hinfahren, wo es einen Großmarkt gibt. Ich wusste nicht, dass hier ein Großmarkt ist. Ich bin einfach in irgendeinem Lass Ort Lass uns erstmal gefahren. Entspannen und gucken, ob die Center Shocks haben, okay? Wir sind jetzt in der Kaugummi-Abteilung. Also in der beziehungsweise da fängt es an. Und ich ahne Böses. Ich ahne wirklich Böses. Geh vor. Noch sehe ich keine. Ich kack mir in die Hose gerade. Bianca, Bianca. Schau mal da hinten. Das ist der einzige Aufsteller, den es hier gibt. Da gibt es einen Center Shock Aufsteller. Ach du Scheiße. Nein. Wie viele sind das? Und da kommt noch die Steuer drauf, ne? Leute, wir befüllen kurz den Wagen und dann... Es sind schon 14 Packungen nur auf der ersten Ebene. Bianca, es ist sehr unangenehm. Ich dachte, nehmen wir Center Shocks, davon gibt es nicht so viel in der Stadt. Und was macht ihr so? Der Beweis, der Aufsteller ist leer. Die oberen beiden Ebenen haben wir einfach mitgenommen. Die oberen Ebenen haben wir mitgenommen. Wir gehen jetzt. Pass auf, du fällst. Bianca, wenn wir jetzt hier auch noch hinfallen, überall will die immer ihre Thumbnails machen. Dieser Moment, wenn man einen alten Schulfreund trifft, mit diesem Wagen und er fragt, was macht ihr? Sag mal, spinnst du? Ich hab so eine Fließhand. Als ob die gerade aus der Kabine. Als wird die gerade so hergestellt, ne? Geisteskrank, ey. Sag einfach nichts. Schieb einfach in den Wagen rein und Hauptsache, du hast den Großmarkt entdeckt. Juli, magst du eigentlich gerne Center Shocks? Jetzt mal ernst gemeinte Frage. Was ist deine Lieblingsfarbe, Form, Geschmack? Ich würde sagen, Kirsche. Ja, dann kribbelt's schon, ne? Okay, komm, bring den Wagen weg und dann. Extra saurer Kaugummi mit Verlust. Bianca, das ist eine Tankstelle. Nee, Juli, bitte lass es jetzt. Wenn wir diese Tankstelle noch kaufen, dann haben wir alles gekauft. Ich fahr da jetzt hin. So, los, Abmarsch. Keine Center Shocks. Irgendwie freue ich mich. Das heißt, damit haben wir den ganzen Ort leer gekauft. Check, bam, 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 bam. Keine Center Shocks. Irgendwie freue ich mich. Das heißt, damit haben wir den ganzen Ort leer gekauft. Check, bam, 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 bam. Ab nach Hause. Okay. Wir sind wieder zu Hause angekommen. Wir haben jetzt alles aus dem Kofferraum in unser Haus befördert. Komm, zeig uns. Das sind alle Center Shocks aus der Stadt. Und weg war die Bibi. Das ist schon krank, oder? Alter, ich krieg mal gar nicht hin. Warte, sollen wir eine Pyramide bauen? Oh, ja, das ist eine richtig geile Idee. Wir müssen nämlich der Mona gleich auch noch die Ausbeute zeigen. Die hat am Anfang mitgeschätzt. Denk dran, das hier sind auch noch alles. Okay, komm. Okay, soll man eine Zeitraufnahme machen? Und dann müssen wir die Endzahl, wie viel wir haben. Also das heißt, die müssen durchgezählt werden. Wir müssen die alle noch durchzählen. Oh. Oh, weia. Okay, Mona. Keine Angst. Okay. Augen auf. Oh mein Gott. Hast du damit geredet? Sogar der Leo lacht. Wie lange hast du dafür gebraucht? So krank, oder?
Also ich sag mal, womit ich gerechnet habe. Ich habe damit gerechnet, dass das hier am Ende unsere Auswahl ja. ist. Okay, dann und maximal vielleicht so ein Türmchen an einem Kiosk oder so. Dann zähl mal. Jede Packung sind 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind 2000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind 3000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 4000. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 5000, 5100 und das hier sind ja auch über 500. Sag mal, also es sind mehr als 5000. Boah, ist das krank. Und ich dachte, Mona wäre lag komplett daneben, als sie 900 eben gesagt hat. Boah, ich würde sagen, habe ich gewonnen, ne? Boah, krank. Du darfst dir einen nehmen, Mona. Eine oh, die darf man nicht sofort kauen, die muss man erst lutschen, sonst kriegt man die Säure gar nicht hin. Da ist ja wirklich alles dabei. So lecker. So Leute, ich würde auch sagen, das war's eigentlich schon mit diesem Video. Wir haben diesen Ort komplett leer gekauft. Also wir haben nachher wirklich auch nochmal auf der Karte geguckt. Wir haben da echt nichts mehr im Umkreis gefunden, wo man auch hätte eventuell einen Center Shock kaufen können. Sprich, wenn jetzt jemand in diesen Ort fährt und Bock auf einen Center Shock hat, hat er leider... Hat er leider schlechte Karte. Tut dir das leid? Das ist jetzt eine gemeine Frage, ehrlich gesagt. Wir haben die Wirtschaft angekurbelt. Wir haben die Wirtschaft angekurbelt, ja. Ich denke mal, die werden ja auch relativ schnell wieder neu beliefert, würde ich jetzt mal sagen, ne? Was machst du da? Bist du auch so ein Verpackungsleser? Voll. Oh mein Gott, das habe ich eben noch gefragt. Weil hier gibt es Creepy Spider und ich wollte wissen, was das ist. Das passt zu dir. Ja, genau, Creepy Spider. Ich würde sagen, was wir damit machen können. Ja, genau. Essen. Vielleicht können wir nochmal ein Video mit den ganzen Center Shocks machen. Also diese typische Center Shock Challenge finde ich ein bisschen zu langweilig, oder? Oh, auf der Straße verschenken. Vielleicht fällt euch irgendwas anderes noch ein. Also schreibt uns in die Kommentare, was wir mit den Center Shocks noch machen sollen. Wir verlosen das unter den ersten 5000 Likern. Was ein Krampf, jedem einen Center Shock zuschicken. Boah, das wäre krass. Und jedem einen einzelnen Center Shock. Geil. Und dann noch so Versand. Nee, das lassen wir. So, wir haben uns Essen bestellt. Es ist auch wirklich in der Sekunde angekommen. Also perfektes Timing. Vielen Dank fürs Einschalten. Schaut unbedingt bei Julans Video vorbei. Ich bin mir gerade nicht sicher, was da online kommt. Aber schaut einfach vorbei. Erster Link in der Infobox. Beim Julan ist ja immer alles geil, ne? Wisst ihr ja Bescheid. Mega geil. Mega geil, genau. Okay, das war's. Danke fürs Einschalten. Tschüss.